Am 2. Dezember werden die Regionalbüros für berufliche Fortbildung in Baden-Württemberg zusammen mit dem Ministerium für Finanzen und Wirtschaft ein Barcamp durchführen. Ein Barcamp ist eine ganz neue Art von Konferenz, in dem nämlich nicht die Themen vorgegeben werden, sondern die Themen, die Teilnehmer selbst bestimmen können. Wir geben aber trotzdem ein grobes Thema vor, das ist nämlich die Qualifizierung von An- und Ungelernten. Wie kann man die motivieren zu einer Qualifizierung? Wie muss man sie ansprechen und wie muss eine Qualifizierung auch aussehen, damit An- und Ungelernte bzw. Geringqualifizierte auch wirklich mit Lust dabei sind und erfolgreich ihre Qualifizierung abschließen? Wir laden alle ein, die sich um dieses Thema kümmern. Also das sind nicht nur die Arbeitgeber, sondern das sind auch die Weiterbildner, die Berater, die schließlich motivieren sollen, auch die Potenziale herausfinden sollen von diesen An- und Ungelernten und alle, die sich rund um dieses Thema beschäftigen. Wir glauben, dass mit dem Barcamp wirklich auch neue Ideen entwickelt werden können, die ganz wichtig auch sind. Und wenn Sie noch keine richtige Vorstellung davon haben, was ein Barcamp ist, die nächsten Minuten können Sie einen Einblick bekommen. Ich war jetzt gerade auch auf einem Barcamp und bin ganz begeistert gewesen, wie man doch in kurzer Zeit so viel lernen kann. Den typischen Barcamp-Ablauf sehen wir hier beim Corporate Learning Camp in Frankfurt. Eines von 140 deutschsprachigen Barcamps allein im letzten Jahr. In der großen Runde stellt sich jeder mit 3 Stichworten vor. Wer ein interessantes Thema parat hat, kann es kurz präsentieren. Wenn sich genügend Teilnehmer dafür interessieren, landet es direkt auf dem Sessionplan. Übrigens finden immer mehrere Sessions parallel statt, wahlweise als Vortrag, Workshop oder als Diskussionsrunde. Dazwischen ist viel Platz für Austausch, Vernetzung und unverhoffte Begegnungen.